Hallöchen, ich wollte euch eigentlich zu einem sonnigen Karfreitagsvideo begrüßen. Ich hoffe, man hört mich überhaupt bei dem Wind. Allerdings hat sich schon wieder zugezogen, es ist auch schon Nachmittag. Ich wollte eigentlich direkt heute früh beginnen mit dem Lesen und euch mitnehmen, Ende der Karwoche und eben quasi über das Osterwochenende. Doch, das hat irgendwie noch nicht so ganz funktioniert. Mein Plan ist für die nächsten Tage und auch noch für heute Bücher von Ava Reid lesen. Denn ich habe schon 3 Bücher von ihr, noch keins gelesen, bin aber mittlerweile schon ein riesiger Fan von ihren Videos auf YouTube und möchte endlich entdecken, wie sie schreibt. Deshalb, ja, jetzt bin ich gerade noch auf dem Weg zu einem Geburtstagskaffeekränzchen. Ich wurde recht spät eingeladen, dementsprechend bin ich mal wieder spät dran. So kennt man das von mir und ja, hoffe, ich nehme euch ein bisschen mit durch die Tage. Vielleicht geht es morgen mit nach München zu einem ganz anderen Termin und Treffen, aber das Weitere erkläre ich euch dann. Das sind die 3 Bücher. For Good, über die Liebe und das Leben von Ava Reid im Drachenmond Verlag erschienen. Wir fliegen, wenn wir fallen, von Ava Reid im Überreuter Verlag erschienen und Die Stille meiner Worte, vor kurzem erst, auch ebenfalls im Überreuter Verlag von Ava Reid erschienen. Die Covers sind wunderschön und ich werde mir jetzt vermutlich das Buch, das zuerst bei mir eingezogen ist, For Good, vornehmen, da ich morgen im Zug sitzen werde und da ist es immer ganz gut, ein Taschenbuch dabei zu haben. Also, morgen dreht sich es dann für mich um dieses Buch. Und wer noch wissen will, worum es geht, For Good Like Always. Was wirst du tun, wenn du das verlierst, was deinem Leben einen Sinn gab? Das, was du mehr als alles andere auf dieser Welt geliebt hast, würdest du aufgeben? Nach dem Tod ihrer großen Liebe Ben beginnt Charlie in Trauer zu versinken. Immer wieder erinnert sie sich an die vergangenen Zeiten, in denen sie ihn kennen und lieben lernte. Doch der Verlust droht sie zu ersticken und blind zu machen für das, was das Leben ausmacht. Charlie zieht sich völlig zurück und beginnt zu verstehen, dass nichts je wieder so sein wird, wie es einmal war. Ja, ich bin sehr gespannt. Klingt berührend, kann vielleicht berühren. Ich habe auch den Eindruck, es geht immer mal wieder darum, dass irgendjemand stirbt oder schon gestorben ist in den Büchern. Wenn ich das gerade so nochmal lese. Ja, das heißt, ich freue mich drauf. Und ich erzähle euch dann ein bisschen was darüber, sobald ich es beendet habe. Thank you.
Ostersonntag und ich melde mich mal wieder, damit ich nicht jeden Tag irgendwie vergesse, weiter zu filmen. Also, gestern war Kar-Samstag. Ich habe euch ein bisschen mit nach München genommen, allerdings recht kommentarlos, soweit ich mich jetzt erinnere. Deswegen hier ein paar Worte. Sonntagabend vom Ostersonntag. Ich hatte einen schönen Tag, auch wenn das Wetter nicht herrlich war. Trotzdem, ich habe es genossen, diesen Tag. Ich habe ihn mit lieben Menschen verbracht, war zum Tee, nicht Kaffee und Kuchen eingeladen und habe die Zeit toll verbracht. Allerdings bedeutet es auch, ich habe weniger Zeit gehabt zum Lesen und ich habe euch auch noch gar kein Update gegeben, wie weit ich denn jetzt gekommen bin. Wie gesagt, ihr habt wahrscheinlich gesehen, gestern war ich in München. Ich finde ja, München ist unglaublich voll. Es gibt ganz tolle Ecken in München, aber es sind so unfassbar viele Menschen. Ich bin das nicht gewohnt. Ja, deswegen jetzt hier in Ruhe ein paar Worte zu dem Buch. Und zwar habe ich ja For Good über die Liebe und das Leben von Ava Reed angefangen aus dem Drachenmond Verlag. Mein tatsächlich erstes Drachenbuch. Und ich möchte euch einmal kurz zeigen, es ist wundervoll aufgemacht. Innen drin, herrlich gestaltet. Ich habe hier auch, wie ihr sehen könnt, eine liebe Widmung drin. Und das finde ich sehr herrlich beim Drachenmond Verlag, jedenfalls bei den Büchern, die ich bestellt habe. Die sind alle mit Widmung und ich finde das super toll. Wie gesagt, die Gestaltung ist herrlich. Die geht auch noch weiter so auf den nächsten Seiten. Jedem Kapitel, es ist durchnummeriert, steht auch nochmal, ob es sich um die Gegenwart oder um die Vergangenheit handelt. Ein kleines Zitat steht am Anfang und dann geht der Text los. Ich habe bisher noch nicht besonders viel erfahren. Ich bin gerade auf Seite 25. Und wie ihr sehen könnt, ist hier auch eine kleine Karte drin, die hat genau das gleiche Bild wie das Cover. Und ich nehme das Ganze als Lesezeichen, weil ich finde, es passt super gut dazu. Bin jetzt, wie gesagt, bei Kapitel 4 und auf Seite 25. Es hat mich noch nicht in seinen Bann gezogen. Ich befürchte, es liegt ein bisschen daran, dass die Thematik eine Trauergeschichte ein Stück weit ist und es sich darum handelt, von einem lieben Menschen Abschied zu nehmen. Und das finde ich persönlich auch sehr schwierig, deswegen kann es sein, dass es eben noch nicht mich so reinziehen und packen kann. Allerdings finde ich schon, es ist berührend, es ist gut geschrieben und ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiterlesen. Was ich allerdings auch gemacht habe, da ich in München war. Ich war das erste Mal in meinem Leben im Text. Ich musste unbedingt in den Text. Ich dachte mir, wenn ich die Zeit habe und der offen hat, muss ich mir das unbedingt mal anschauen. Und ich kann euch nur raten, schaut es euch einfach mal an. Es ist einfach ein Besuch wert. Es ist ein Laden, ein ganz besonderer Laden. Wer noch nie drin war, kann das vielleicht nicht verstehen, aber ich kannte bisher nur diesen Treppenabgang nach unten. Und diese Sicht auf ein riesengroßes, vollgestopftes Taschenbuchregal und übersteht halber Preis auf Taschenbücher. Und ich wusste nicht, wie viel mehr noch in diesem Laden steckt. Und das war echt richtig faszinierend. Deswegen einfach mal reingehen und überraschen lassen, weil es ist einfach überwältigend, wie viele Bücher da stehen und zum Teil auch tolle Bücher. Ich hatte nicht so besonders viel Zeit, um durchzustöbern. Deswegen, nehmt euch ruhig Zeit mit und schaut es euch einfach zumindest mal an. Wo ich aber auch noch war, ist der Hugendubel und im Hugendubel habe ich zwei Bücher tatsächlich mitgenommen. Wollte ich erst nicht tun. Immerhin war auch der letzte März, Also in meinem Neuzugänge-Video seht ihr die beiden Bücher nicht, aber gut. Und zwar habe ich von Glenn Dixon, Wie ich dank Shakespeare in Verona die große Liebe fand, eine wahre Geschichte mitgenommen. Ein paar Worte dazu. Einfach, wer Briefe an Julia kennt, gespielt mit am Amelie Seyfried oder so ähnlich heißt die Schauspielerin, der kennt vielleicht die Geschichte rund um die Sekretärin von Julia. Und es geht hier darum, dass Glenn Dixon, also der Autor dieser Geschichte, nach ein Jahr Auszeit sich genommen hat und dann auf Reisen geht und in Verona steht vor dem berühmten Balkon und stößt dort auf den Club der Julias, wie er sagt, beziehungsweise es sind eben die Sekretärinnen Julias. Und diese beantworten ja Briefe aus aller Welt. Und wer den Film kennt, kennt auch so ein bisschen eben
die Geschichte drumherum, dass eben die junge Schauspielerin eben Sophia heißt sie, glaube ich, in dem Film, dass sie auf diesen Club trifft und sich dem auch so zumindest kurzerhand für ein paar Momente anschließt. Und ich finde das sehr schön und es hat mich sofort dieses Buch dort abgeholt und ich hatte den Eindruck, oh, ich bin, auch wenn ich noch nie in Verona war, ich bin in Verona, ich bin bei diesen Sekretärinnen. Ich habe reingelesen in den Anfang und ich fand es so, so gut direkt von Anfang an. Deswegen, ja, durfte es mit, obwohl es für mich vom Cover her nicht absolut ansprechend ist. Deswegen umso mehr ein ganz besonderer Neuzugang für mich. Und ebenfalls ein ganz besonderer Neuzugang ist für mich von Jeff Vandermeer Auslöschung Southern Reach Trilogie vom Knauer Verlag. Und zwar ist es Band 1 dieser Trilogie. Und ja, es ist eine Mischung aus Science Fiction, wie es hinten drauf steht, Thriller und Entwicklungsroman. Und ich fand es unglaublich spannend, wie es hinten drauf steht. Irgendwie hat es mich angesprochen, gepackt. Ich glaube auch, ich habe bereits schon mal eine Rezension zu dem Buch oder sogar zur Trilogie gehört und fand es durchaus ansprechend. Zu dem Zeitpunkt nicht so ansprechend, dass ich es sofort mitgenommen hätte. Habe es auch bisher noch nie in einem Laden liegen gesehen. Jetzt habe ich es liegen gesehen, habe mir gedacht, doch, irgendwie, es spricht mich so sehr an. Ich nehme es mit. Ich hätte vielleicht sogar die ganze Trilogie gekauft, aber Band 2 gab es nicht, sondern nur 3. Und dann dachte ich mir, ist mir das Risiko zu groß, Band 3 zu kaufen, wenn ich 2 nicht da habe. Deswegen, ja, muss ich dann, wenn dann, auf die Suche gehen und gleich beide kaufen, wenn mir das hier so richtig gut gefällt. Also, vom Genre mal was ganz Neues und eben auch vom Cover irgendwie mal was Neues. Die beiden durften noch mit. Das war dann aber jetzt, glaube ich, alles in Sachen Bücher, soweit ich weiß. Und jetzt lese ich hier noch ein bisschen weiter und guck mal, ob mich nicht vielleicht doch auch eins dieser beiden noch morgen oder in den nächsten Tagen gleich mal packt und mitnimmt auf eine neue Reise. Besser fast. Gute Nacht. Es ist schon nach Mitternacht und der vergangene Tag war der Ostermond. Das heißt, eigentlich ist jetzt mein Ostervlog zu Ende. Ich habe nicht besonders viel geschafft. Von meinen vorgehabten 3 Büchern habe ich von dem ersten ungefähr ein Viertel geschafft. Und zwar, um genau zu sein, von Avery'd For Good habe ich es bis auf Seite 50 geschafft. Und ja, ich erzähle einfach einen kleinen Moment, kurz ein bisschen was dazu, bevor ich noch sage, warum und weshalb ich jetzt hier schon wieder so viel rede. Also, in diesem Buch geht es darum, dass Charlie um ihre große Liebe Ben trauert, denn der ist gestorben. Wie er verstorben ist, weiß ich nicht. Das erfährt man, denke ich, noch. Ja, sie zieht sich völlig zurück, was vollkommen in Ordnung ist. Und man erfährt, wie die beiden sich kennengelernt haben. Immer in Rückblenden sozusagen. Also es ist immer ein Kapitel dabei mit Vergangenheit, mit Gegenwart oder mit Erinnerungen. Und ja, bisher finde ich wundervoll geschrieben, kurze Kapitel, was mich eigentlich eher beim Lesen hält, aber bisher war einfach wirklich nicht die Zeit dafür. Ich finde es schade, dass es ein Argument ist, aber ist nun leider so. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen und ich überlege gerade noch, wie ich das veranstalte, ob ich euch einfach morgen, heute, wie auch immer, in einem Dienstagsvlog mitnehme und hier weitermache an dieser Stelle. Wäre eine ganz gute Idee. Oder ob ich das irgendwie anders gestalte. Ihr werdet sehen. Im Notfall erfahrt ihr allerspätestens im April-Lesemonat von diesem Buch. Und wie es mir gefallen hat.
ein Grund, warum ich heute nicht wirklich zum Lesen gekommen bin, gerade abends, ist, dass ich gesehen habe, dass im Fernsehen ein Film lief. Im Fernsehen laufen viele Filme. Aber es lief Das Lächeln der Frauen. Von die Verfilmung von dem Buch von Nicola Barreau. Und wie es der Zufall so will, hat mein Mann dieses Buch allerdings selbst noch nicht gelesen und ich auch nicht. Und mich hat es wieder dazu gebracht, mich für den Autor zu interessieren und seine Bücher. Es war ein, wie ich finde, herrlicher Film, auch wenn ich den Anfang leider verpasst habe. Aber ja, hat mich sehr berührt und fand ich sehr schön. Deswegen habe ich mir direkt das Buch geschnappt und die ersten paar Seiten gelesen. Und es hat mich sofort reingezogen. Ich würde es am liebsten die ganze Nacht durchlesen, bis es leer ist. Aber das weiß, das schaffe ich nicht. Und es macht keinen Sinn, noch ein Buch anzufangen. Deswegen, ja, eins nach dem anderen. Aber ich scharre jetzt mit den Fingern oder so. Und warte darauf, dieses Buch anzufangen und auszulesen. Ich schätze mal, das wird im April noch der Fall sein. Ja, das sind so Gründe, warum die mich abhalten. Aber natürlich auch über die Ostertage einfach Einladungen, Familienfeiern, man sieht Verwandtschaft. Man verbringt mit denjenigen Zeit und ja. Oder man macht einfach einen wunderschönen Spaziergang. Das haben wir auch gemacht mit dem herrlichen Wetter heute. Genau, deswegen kann ich nur sagen, genießt die Zeit mit euren Liebsten und manchmal muss ein gutes Buch auch warten, denn die Zeit kommt für dieses Buch. Und damit sage ich, glaube ich, tschüss an dieser Stelle und wünsche euch allen eine gute Nacht.